Willkommen zu einer weiteren Folge Ark Survival Wolf. Mit am Start haben wir den Phantom. Hi, hi. Und den Necro. Meinsten, naja, ich geiste immer noch auf dem vermaledeiten Berg rum und suche noch immer noch einen Säbelzahntiger. So, Phantoms Rex ist ja fast gezähmt. Ja. 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 Und jetzt wäre ja eigentlich schon lange Schluss und wir warten wieder. Warten, bis die Folgen ran sind. Aber wir dachten ja, das müssen wir noch mit aufnehmen. Soll ich ihn töten? Alter, jetzt, wenn du ihn kurz davor hast. Soll ich dir helfen? Ach Mann! Finde ich jetzt aber nicht in Ordnung, ey. Ohne Witz. Was denn? Säbelzahntiger. Hm? Das Level ist mir beim Säbelzahntiger eigentlich Wumpe. Aber ich will einen weiblichen haben. Was habe ich gefunden? Einen männlichen Säbelzahntiger. Hey, läuft bei dir. Noch ein Albino-Rex. Ich werde mal hier diesen Digger reinholen. Ja, wolltest du das auch schon mal machen? Überlebt er hier draußen nie lange. Oh, ich vergesse es jedes Mal, den reinzuholen. Nee, es regnet, füllt die Flaschen. Gläser. Oh, da muss es ausgerechnet jetzt regnen, wo ich eigentlich auf der Hütte muss. Ja, so statt dich. Das ist gerade tierisch kontraproduktiv, ohne Witz. Wegen diesem Tropf. Ja! Dann lauf nicht an einem Wasserfall vorbei, wo es dann macht. Du, das mag auch, das sowas stört mich gar nicht. Nee, schon passiert. Eher süß. Der war gut. Ja. Wird glaube ich auch noch dunkel, ne? Nö. Noch lange nicht. Müsste jetzt mittags sein ungefähr. Das 14 Uhr. Sonne steht in der Mitte ungefähr. Und dann wird's neblig dann oder was? Es wird hier dunkel. Ah, wie weit ist er? Wie weit ist er? Ah, Millimeter. Also wenn das vorhin Zentimeter war, dann ist jetzt nur noch ein... Nanometer. 4 Millimeter. Ah, mangelt an Prime Meat. Ja, gut. Der hat jetzt gerade eben erst wieder was gefressen. Bringt jetzt auch nichts, wenn du Prime Meat bringst. Oh, keine Ahnung. War das vergammelt dann? Na, von welcher Serie? Meinst du mich? Ja. Er hat einen zweiten Plan, ne? Ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert. Ja, er hat noch einen zweiten. Richtig. Hey, Team! Richtig! Yay. Phantom kriegt 100 Punkte! Bei 101 gibt es eine Kaffeemaschine. Wollte gerade sagen, tut mir leid, bei 101 gibt es die Kaffeemaschine erst. Und 102 eine Weltreise. Ja. Musst du auch selber bezahlen. Definitiv. Ne, ein Schritt vor, ein Schritt zurück und schon bist du einmal durch. Stimmt, das habe ich noch gar nicht gesehen. Fress du Vieh. Du hast gar keine Schuhe mehr an. Oh, die hatte der Rex, den ich eigentlich zähmen wollte, den nur der Corner gekillt hatte, mir hat kaputt gemacht. Achso. Das hieß, soll mal fressen. Merkt er das überhaupt? Hat da. Ja, wieso soll ich dir einen Norm geben? Das musst du machen, wie ich. Ja, weil du da drauf rumgesprungen bist wahrscheinlich. Das kann sein, dass er auf mich geeicht ist. Drei Vögel auf den T-Rex. Du hast zu Phantom. Bin ich eigentlich mal gespannt, wer gewinnt. Aber cool sieht aus. Ja, ich mach was anderes, ne? Okay, der T-Rex hat versagt.
Ich glaube, gegen drei Vögel hat noch nicht mal ein T-Rex eine Chance. Also meiner hat's geschafft. Dein Rex hat gekackt. Der hat da AA gemacht. Okay. Das ist ein Kakadu. Kakadu. Ach schön. Ja, 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 aber kein. So, jetzt ab in die Base mit dir und bastel mir meinen Kanusattel. Hat Mundgeruch. Wie war das Tee, ne? Jo. Wo ist denn mein Säbel? Säbelzahn. Hier hinten. Auch. Soll ich den mit in den Base nehmen? Ja, wäre nett. Habe gerade ein Wackeln. Ein Wappeln. Das ist dann immer normal. Geh weg, Vogel, du hast ja eh nichts zu melden, Mann. Hinter mir ist ein Rex. Lauf. Ich lauf. Ich schließ schnell das Tor. Nein, lass mal auf. Der kommt bestimmt nicht rein. hat er? Ich hab gerade hier so Standbild. Echt? Ja. Hat er's geschafft? Du bist doch nicht mal drinne. Doch. Nein. Ich bin schon drin. Boah. Gut, musst du wissen, ob du drin bist oder nicht? Das hätte ich gemerkt. Hallo? Bin drin. Da. Komm her hier. Hör auf mich anzuhauchen. Ja, Lutsch. So was von dicht. Nein. Alter, ein Albino-Korno. Ich sag mal, wie heißt das? Uberrad, ne? Ach, das jetzt auch. Oh, Mundgeruch, Alter. Dann sollst du dir die Füße waschen. Oh. Alter, was rennt denn hier irgendwo Fischer überall rum? Das gibt's doch gar nicht. Schon der fünfte Rex, den ich auf dem Weg sehe. Phantom! Ja! Ich will meinen Sattel! Der Smoker wollte ich noch. Quatsch, Smoker, jetzt komme ich auch durcheinander mit euch. Gott sei Dank, bin ich mal nicht dahin schon. Alter, du bleibst echt mit deiner großen Zeh an einem Stein hängen. Ich will meinen Sattel. Er hat auch seinen Sattel gelernt. Die Leute warten schon seit letzter Folge drauf. Ach Mensch, das ist aber jetzt. Was war das für einer? Carlo. Ein Kano immer noch. Ach Mann. Oh Gott. Autsch. Habe ich so gut wie keine Lernpunkte mehr. Hui. Wem gehört denn die Hilde? Keine Ahnung. Mammut? Ich glaube, das war Gifties. Ja. Wo hat es gesagt, ist der? Ziemlich mittig. Jetzt habe ich keinen Bock mehr. Ungelogen, ich bin schon das dritte Mal um den Scheißberg gerannt. Denkst du, triffst mal irgendeinen Säbelzahntiger?
Ist doch immer so, wenn du die, wenn du irgendwas suchst, ist es nicht da. Jeder hat sein Dino wieder, außer ich. Heul nicht rum, ich hab auch nicht meinen Rex. Heul nicht rum, ich hab meinen Säbelzahntiger nicht. Ich hab einen. Ich hab einen Rex. Juckt mich nicht. Was bist denn du? Am Garno. Der ist bei mir nicht drin. Doch. Nein. Doch. Doch, doch. Doch, doch. Ich hab's da genau gesehen. Was oder braucht man für den eigentlich? Kann ich nicht sehen. Mist. Ganz langsam guck ich da durch. Und die ganzen Sattels. Wie es da so gibt. Tut mir leid, Leute, ich soll den Spino und den Säbelzahntiger offline. Ich habe jetzt gepackt, mal zu suchen. Nö. 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 Nein. Du kannst jetzt ein Radio lernen. Such mal lieber den Sattel, dann sag mir genau, wo der ist. Find ihn nicht. Bin zu blöd. In der Reihe, wo der Generator steht. Generator. Wo ist der Generator? Wird ziemlich weit unten sein, ne? Ach, Mann. In der 24. Reihe. Fiber und Hide, ich mach dir den schon. Fünfte. Alte Sprache noch mehr. Achso. Ein Kanu. Ne? Kanu, warte. So, liegt drinne. Danke. Den hab ich schon. Toll. Dann wurde das nicht mal, gefunden. Haben. Warte mal, hab ich den? Ich hab die anderen nach Dunkel gesucht, weißt du? In der Schmiede. Deo? Dui. Jetzt will ich mir das mal angucken. Dui. Explodiv schreien. Bengit. Ich brauche 200 Hide und jede Menge Fiber. Für was? Tasten vorher. Mal gucken, wie der Sattel auf dem. Oh, ich hab ein Level Up. Auf den. Wie ist das Vieh? Gürteltier aussieht. Stell ich mal ein bisschen lustig vor. Ja, deswegen will ich jetzt gerade mal gucken. Alle hüpf. Komm her, mein Kleiner. Alter, der ist Level 16, hat schon über 1000 Leben. Der kann auch brüllen. 220 und 170. Klingt aber hüpf. Lustig. Jawohl. Wie geil ist das? Reizt jetzt auf den Gürtelvieh? Ja. Alter! Ich kann mir nicht vorbei. Mach mich ja vorbei, Mann! Sieht witzig aus. Alter, stell. Ah, ich kann schon wieder. Der stand vorher schon da, ja. Mäm. Du kriegst mich nicht. Pass mal auf. Hui! Alter! Hey, wo steckst denn du da? Episch! Alter, ist das episch! Hui! Hahaha.
dass der zu meinem Kopf schmerzt, die Bioptik, und aber egal! Ui! Geil! Geht das so bergauf? Wie episch ist denn das? Kannst du eine Kurve rollen? Nee, plus geradeaus. Ui! Mäm. Alter, ich hab Pipi in den Augen. Geil! Ballard, wo bist du denn? Na, ich muss jetzt mal hier seinen Sattel bauen. Hä, hey, hab's doch schon? Hast du schon. Geh mal weg hier. Okay. Alter, ist also das episch! Ich muss noch einen Rex-Sattel bauen, oder haben wir den auch? Den hast den du doch hast schon. Hast du doch. Ui! Da, 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 da. Episch, ich mag das Tier. Vor allem, wie der zuschlägt, ne? Bim. Wo bist du denn? Ja. Yeah. warte mal. Kommt noch geiler, ne? Achtung. Hui. Pass mal auf, du. Pass mal auf. Ja. Der überrollt dich doch aber eigentlich, oder ne? Nein, nee. Ich anscheinend stecke ich dann unten am Bauch. Keine Ahnung. Ich sehe zumindest meine Füße. Sieht ein bisschen komisch aus. Alter, ich liebe dieses Vieh. Ohne Witz. Achtung! Ah, scheiß auf den T-Rex! Geh weg! Ich will dich nicht mehr haben! Und jetzt? Alter, episch! Vor allen Dingen ist das dadurch auch relativ schnell, ne? Wie schnell ist denn der, wenn du rennst? Der hat eigentlich schon eine ordentliche Geschwindigkeit, der Kleine. Wo ich hast du denn den Sattel hingetan? Ich kann zwar Fandom nie einholen, aber warte mal, ich rolle mal. Liegen. Alter, das Vieh ist episch. Ich glaube, ich hatte im Let's Play noch nie so gelacht wie eben gerade. Ach, deswegen riecht das so. Du hast keine Schuhe mehr an. No? Schon gewundert, woher der Schimmelkäsegeruch kommt. Jetzt will ich mal was gucken. Wenn der was kann. Ich bin dehydriert. Wie kannst du dehydriert sein? Es regnet. Tatsache, das Trinken füllt sich immer, wenn es regnet. Die Animation von dem Wasser ist weg. Wie? Nee, die ist noch da. Bei mir ist die weg. Ja, ab und zu mal ist die weg, das stimmt. Mir aufgefallen. Sieht nicht mehr so aus wie früher. Die müssen die Animation geändert haben. Obwohl es regnet doch gar nicht, ich weiß nicht, was du sagst. Hat gerade noch geregnet. Nee. Regnet doch, es regnet. Bei mir nie. Hä? Ja. Man hört es nicht, aber es regnet noch. Nein. Jo. Ja, nee, das sieht bloß so aus. Hä? Ja. Frag mich nicht, warum, es sieht nur so aus. Okay. Es regnet ja auch hier drin. Wo hier ein Dach ist. Ja, warum? Ja, wie schon gesagt, das sieht bloß so aus. Ich trinke jetzt mal was und die Bulle kann ich nicht wieder auffüllen. Das hab ich auch gemerkt. Also, nee, das ist auch ein Bug. Das ist mir oben auf dem Berg aufgefallen, dass es nicht regnet. Weil komischerweise regnet es nur an. Ist die Animation nur bei dem Stück am Haus. Warum auch immer, ich habe keine Ahnung. Ich dehydriere auch gerade. Naja. Ich dachte, die Schildkröte hat auch mit dem Rechtsstick irgendwas was Besonderes. Dass sie sich einpacken kann oder so, also in ihr Haus zurückziehen kann. Wäre lustig, wenn du da noch hinterher kriegst. Nee. So wie bei WoW eben halt, weil da hast du ja auch die Möglichkeit, dass deine Schildkröte, auf der du reiten kannst, eben halt auch in deinem Haus zurückzieht, aber du sitzt eben halt auch drauf.
Was hast du gekillt? Den Typen, der hier lag. Ein Dame. Er kommt doch eh nie wieder. Ja Leute, und damit sind wir auch schon am Folgenende angelangt. Wenn es euch gefallen hat, hinterlasst doch einen Kommentar, einen Daumen oder ein Abo oder alles. Wir bedanken uns fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüssen. Tschüss.